Und die interessante Frage ist doch, warum wird diese Konsequenz in Deutschland gezogen und fast nirgends anderswo? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das liegt an uns. Das liegt an der Anti-AKW-Bewegung, das liegt an der Umweltbewegung, das liegt an der Grünen Partei, das liegt an den Hunderttausenden, die auf die Straße gegangen sind, und es liegt auch an denen, die in Baden-Württemberg den Atomfan Stefan Mappus einfach abgewählt haben. An denen liegt das und an nichts anderem. Wir haben Frau Merkel gezwungen, nach einem halben Jahr, nach ihrem Herbst der Entscheidung, wie sie das genannt hat, eine 180-Grad-Wende vorzunehmen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, warum kann Deutschland das überhaupt? Warum können wir so jetzt mal 8 AKWs sofort vom Netz nehmen? Auch das hat mit den Grünen und nicht mit den Schwarz-Gelben zu tun. Das kann Deutschland, weil wir vor 10 Jahren gegen Frau Merkel ein erneuerbares Energiegesetz auf den Weg gebracht haben. Das kann Deutschland, weil wir gegen Herrn Koch, gegen Herrn Seehofer durchgesetzt haben, dass 17% unseres Stroms erneuerbar erzeugt wird. Deswegen kann Deutschland aussteigen. Die Grünen haben im März einen Gesetzentwurf eingebracht. Rücknahme der Laufzeitverlängerung. Sie haben eingebracht einen Gesetzentwurf, sofortige Schließung der 8 ältesten AKWs. Sie haben eingebracht, Schluss mit der Zockerei, mit den Reststrommengen. Wir brauchen feste Abschaltdaten. All dieses übernimmt Frau Merkel. Ich habe heute Morgen was von Glaubwürdigkeit gelesen. Liebe Freundinnen und Freunde, wie glaubwürdig wäre es, wenn wir gegen unsere eigenen Anträge, gegen unsere eigenen Gesetzentwürfe stimmen würden? Ist das glaubwürdig? Wenn am Donnerstag abgestimmt wird, dürfen Atomkraftwerke in Deutschland weiter bis über 2040 laufen oder soll 2022 spätestens Schluss sein, dann muss jeder, der für 2017 ist, für 2022 stimmen und darf nicht für 2040 stimmen. Das ist die Abstimmung, um die es geht. Wenn am Ende jene 8 Atomkraftwerke vom Netz gehen soll, die Hälfte fast der deutschen Atomkraftwerke soll sofort und endgültig vom Netz gehen, dann gehen genau die Kraftwerke vom Netz, die im Falle eines Flugzeugabsturzes unmittelbar zu einem Super-GAU führen. Ich finde, Grüne müssen dafür stimmen, dass diese endgültig und sofort vom Netz gehen. Alles andere ist mit meinem Verständnis von Atomkraftgegnerschaft nicht zu vereinbaren. Und deswegen lasst uns aus dem kommenden Donnerstag einen Grün-Donnerstag machen und zeigen, wer der Ausstieg kann und wer Einstieg kann. Das können nur wir, die Grünen. Wir sind uns hier und heute auch ziemlich uneins. Einige sagen, wir sollten eine Party feiern, zum Beispiel mit Freibier. Das klappt nicht so richtig, das haben wir im Wendland gesehen. Andere sagen aber auch, liebe Grüne, so geht das nicht. Und wenn ich mir angucke, wer da draußen vor der Tür steht, wichtige Anti-Atom-Bewegungsvertreterinnen und Vertreter, wichtige Umweltverbände wie Greenpeace, wie der BUND und Ausgestrahlt, die demonstrieren draußen. Und mit denen haben wir noch vor 8 Monaten gemeinsam im Wendland die Straßen und Schienen blockiert. Und mir persönlich gibt das doch sehr zu denken, wenn so wichtige Teile der Bewegung uns so eindringlich vor einer Entscheidung warnen. Gut, wir Grüne haben einen eigenen Kopf. Und ich möchte ihn jetzt auch mal benutzen. Ich frage mich, warum sollten wir Grüne einem vermeintlichen Konsens beitreten, wenn mit uns über diesen Konsens weder gesprochen, geschweige denn verhandelt wurde? Über Nacht setzt Merkel ein Moratorium ein, beruft eine Ethikkommission ein und verhandelt dann nicht mit uns, sondern wirft lieber noch den Industrielobbyistinnen und Lobbyisten der FDP ein paar Knochen hin. Wurde in dieser Zeit mit uns Grünen verhandelt? Nein. Und, liebe Claudia und lieber Jürgen und lieber Cem und liebe Renate, kamt ihr ein einziges Mal nach einer durchverhandelten Nacht aus dem Kanzlerinnenamt und wart erfolgreich? Nein, ihr durftet kurz vor Vorfahren euch von Merkel erzählen lassen, was Sache ist, und das war's dann. Und dann meine ich, wenn Merkel nicht mal die Zeit oder den Mut oder was auch immer hat, um mit uns Grünen darüber zu verhandeln, dann verdient sie unsere Zustimmung auch nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Und jetzt sagen ja manche, wir haben ja jetzt einen grünen Ministerpräsidenten, und ich finde es gut, dass wir einen grünen Ministerpräsidenten haben. Und der hat ja auch mit der Kanzlerin und Herrn Seehofer darüber verhandelt. Aber ein Ministerpräsident, der steht für ein Land, und zwar für das Land Baden-Württemberg. Und Ministerpräsidenten sagen aus gutem Grunde
Ich stehe für das Land und dann kommt das Land und dann kommt das Land und dann die Partei. Und darum, liebe Freundinnen und Freunde, ist eine Verhandlung mit einem grünen Ministerpräsidenten eben noch keine Verhandlung mit der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und dann merkt man vor allen Dingen, an den Inhalten, dass das, was Angela Merkel da vorgelegt hat mit der ATG-Novelle, das ist keine grüne ATG-Novelle. Keine Verbesserung bei der Sicherheit, kein Ende der Erkundung von Gorleben und erst recht kein schnellstmöglicher Ausstieg. 2022 sollen die letzten AKWs vom Netz gehen. Daran hat übrigens auch der Stufenplan der Ministerpräsidenten nichts geändert. Und 2022, das liegt vor allen Dingen weit hinter dem zurück, was wir Grüne für möglich halten und was rechtlich und technisch auch machbar ist. Und jetzt sagen ja manche, naja gut, 2, 3 oder 5 Jahre mehr macht doch keinen Unterschied. Ich glaube, das macht einen Unterschied, denn das sind dann auch 2, 3 oder 5 Jahre mehr Restrisiko. Jeder Tag, den diese Dinger länger laufen, ist ein Tag zu viel. Darum sagen wir Grünen, so schnell wie möglich abschalten und nicht sparen bei der Sicherheit. Das wäre die richtige Lehre aus Fukushima gewesen. Und diese Lehre, die haben CDU und FDP leider nicht verstanden, liebe Freundinnen und Freunde. 11 Jahre werden es noch nach diesem ATG, bis das letzte AKW vom Netz geht. 3 Bundestagswahlen liegen dazwischen. Und das heißt für mich ganz klar, unumkehrbar ist dieser Atomausstieg nicht. Erinnert euch, was die CDU vor 11 Jahren getan hat. Die meisten von euch wissen es noch. Energiepolitik alleine für die großen 4 Energiekonzerne. Knallharte Politik gemacht, am Höhepunkt die Laufzeitverlängerung für die AKW beschlossen und jetzt innerhalb von einem halben Jahr eine komplette Kehrtwende. Da will mir hier irgendjemand erzählen, er wüsste, was die CDU 2021 tun oder lassen wird. Das ist doch absurd. Es ist gut, dass die 7 AKWs und noch ein weiteres jetzt stillgelegt sind. Und es ist auch gut, dass die Bundesregierung, dass die Koalition zu dem rot-grünen Atomkompromiss weitgehend zurückkehren will. Nur die entscheidende Frage, die hier heute zu beantworten ist, ist doch, ist das gut genug nach Fukushima? Fukushima hat die Menschheit, hat uns gelehrt, dass die Atomkatastrophe doch sehr viel näher ist, als wir in unseren schlimmsten Träumen befürchtet haben. Das können wir doch nicht übersehen. Und das haben die Grünen nicht übersehen. Deshalb haben die Grünen nach Fukushima klar gesagt, wir wollen, wir können, es ist machbar, auszusteigen bis 2017. Wir haben ein Gesetz im Bundestag eingebracht, noch in den letzten Sitzungswochen. Darin steht, wir wollen raus 2017. Und lieber Jürgen, du hast vorhin gesagt, wie glaubwürdig ist es, wenn wir dem Vorschlag der Bundesregierung nicht zustimmen. Ich frage, wie glaubwürdig ist es, wenn wir jetzt anstatt unseren Gesetzentwurf bis 2017 durchzubringen, 2022 zustimmen. Das ist doch nicht glaubwürdig. Und ich sage euch, vor ein paar Tagen habe ich noch gedacht, mir könnte dann nächsten Donnerstag im Deutschen Bundestag vielleicht die Hand eher abfaulen, als dass ich einem Gesetzantrag zustimme, den Merkel eingebracht hat. Aber ich sage euch, genau andersrum ist es. Wenn wir mal überlegen, wie Politik funktioniert, wie wir in den 40 Jahren Schritt für Schritt Dinge durchgesetzt haben, dann sage ich euch, wir sind gut beraten, ganz hinterhältig und schamlos zu sein und an der Stelle zu sagen, wir lehnen das erneuerbare Energiegesetz ab. Wir lehnen alle Dinge ab, die falsch sind. Aber der eine Satz, der da heißt, der größte anzunehmende Unfall der deutschen Politik, den Merkel und Westerwelle letztes Jahr gemacht haben mit der Laufzeitverlängerung, an dieser einen Stelle, wenn es heißt, die 12 Jahre wieder weg, die 8 abgeschaltet. An der Stelle werden wir ganz klar sagen, ja, das wollen wir, weil wir können nicht für 2040 sein. Am Donnerstag oder am 8.7., wenn unsere Regierungsmitglieder aus den Ländern entscheiden müssen, ist nicht die Frage, auf welcher Seite stehst du. Weil wir stehen immer auf der Seite der Anti-AKW-Bewegung, derer, die sagen, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.